Was geht ab, Leute? Heute gibt es mal wieder eine weitere Beatsagt-Runde. Wir sind auf dem Server und wir haben Teilnehmer. Wir befinden uns nun auf einer Plattform und wenn ich mich umdrehe, seht ihr 11 Teilnehmer, die Lust haben zu gewinnen. Der Gewinner bekommt Discord Nitro Classic und ihr habt die Chance, beim nächsten Mal auch dabei zu sein. Schaut in die Videobeschreibung vorbei, dort ist mein Discord-Server verlinkt. Immer gerne aktiv drauf sein und dann seid ihr beim nächsten Mal eventuell auch dabei. Ich sage also Befehle und die ganzen Teilnehmer hier müssen diesen Befehlen gehorchen, aber nur, wenn ich Beatsagt davor sage. Wer das nicht tut, ist raus. Test, Beatsagt, springt. Okay. Einmal springen reicht dann übrigens, also das ist jetzt... Ich muss an meinen Formulierungen arbeiten. Okay, jetzt alle einmal sneaken. Und da haben wir, seht ihr schon, den ersten Verdächtigen, der jetzt leider das Feld hier stürmen muss. Das ist echt bitter, aber so sind die Regeln. Ich nehme mir jetzt ein Schwert und dann muss ich leider zuhauen und ja. Und das kann jeden von euch treffen. Für den und so natürlich alles, was euch noch so einfällt, was man hier so machen könnte, in die Kommentare schreiben. So, Klecks Creeper, bitte einmal hier die Lücke auffüllen, komm. Und die Lücke ist wieder da, weil ich habe wieder nicht Beatsagt gesagt. Es tut mir mega leid, aber Mensch, was war denn da los? Ja, es geht gerade erst los und die Leute fliegen hier schon raus. Also es ist eventuell sogar eine ganz schnelle Runde heute. Du machst auch mit. Dann füll du mal die Lücke auf. Super gelernt. Beatsagt, Mr. Blux füllt jetzt einmal hier die Lücke auf. So einfach ist es doch, Leute. So einfach ist es doch. Okay. So, Grundbefehl ist natürlich immer, also Beatsagt, Grundbefehl ist immer, mich anzuschauen und mir zu folgen mit euren Blicken. Deswegen alle einmal nochmal sneaken zur Bestätigung. Beatsagt einmal alles sneaken. Sehr schön. Beatsagt einmal drehen. Und jetzt einmal genau in die entgegengesetzte Richtung. Aha, okay, das sieht schon besser aus, das sieht schon besser aus, okay. So, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ich freue mich. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen, aber ich werde mir schon was Schönes für euch hier einfallen lassen. Was sagt ihr denn zu Jump and Run? Mögt ihr alle Jump and Run? Das mögt ihr nicht, ich weiß es, das hasst ihr. Aber ich zeig euch mal, wir bauen mal ein ganz, ganz dezentes, einfaches. Und wer das nicht schafft, der ist zu Recht raus. Mehr ist es nicht. Also zwei Sprünge und wer das schafft, der hat's geschafft. Ne? Ganz einfache Sache. So, Z-Lux, fahren wir an und springen wir hier auf diesen Block drauf. Ah, sehr nice. Beatsagt, bitte einmal hier auf diesen Block kommen. Versuch dein Glück. Ja. So einfach ist es auch schon. Okay. Beatsagt, stell dich jetzt einmal hier rüber. Ich gehe davon aus, dass jeder es schafft. Okay, das ist sehr, sehr schade. Tut mir leid. Aber ich hätte nicht mitgerechnet. Ich hätte mich gerechnet. Verguckt übrigens auch, ne? Ich habe nicht gesagt, dass du ihn schlagen sollst. Also, das nächste Mal. Ich bin da knallhart ab jetzt. Wer etwas macht, was ich nicht befohlen habe, der ist sofort raus. Okay, Müllöchen LP. Komm, zeig mal, was du kannst. Okay, du hast dich gut gerettet. Beatsagt, Melönchen RP, let's go. Oh Mann. Aber, komm. Versuch's nochmal, komm. Du hast ja nicht mal gesprintet. Komm, das war ja kein Versuch. Ja. Wieder nicht. Was ist denn da los mit deiner Sprinttaste, Mensch? Tut mir leid, aber selbst die zweite Chance hat leider nicht geklappt. Verguckt, Beatsagt, let's go. Die Leute haben schon Paranoia. Okay, sehr nice, das hat geklappt. Beatsagt, kiel.de einmal bitte. Sehr nice. Beatsagt, die es geschafft haben, immer hier quasi neu einreihen. Sehr gut. Ja, direkt hinterher. Ich hab's gesehen, aber komm. Ich bin mal nicht so. Jetzt sind wir quasi alle auf der anderen Seite. Wir sind ja nur noch 7 Leute, Mensch. Wir sind nur noch 7 Leute. Was ist denn da los? Das ist ja verrückt. Okay. Das ist ja wirklich verrückt. Beim nächsten Mal können wir, je nachdem, weil wie gesagt, schaut mal auf dem Discord vorbei, eine XXL-Runde mal machen mit mega, mega vielen Leuten. Das war jetzt heute eine sehr, sehr entspannte Runde. Ist es bislang auch noch. Und wir sind nach gefühlt 2 Sekunden schon fast gar keine Teilnehmer mehr. Und zwar geht's jetzt, wir machen einen ganz einfachen Enderperlenwurf. Im Prinzip wirklich einfach nur einmal hier gegen und dann hier drauf landen. Mehr ist das nicht. Beatsagt, bitte einmal alle nacheinander. Wir fangen hier bei Z-Lux an. Beatsagt, bitte einmal nach vorne gehen, hier draufstellen und die Enderperle so werfen, dass du auf den Block landest, wenn du es geschafft hast. Sehr nice. Wenn du es geschafft hast, reißt du dich...
reißt du dich wieder hier auf diesen Goldblöcken ein. Beat sagt, wir machen das alle direkt mal im Nachgang oder nacheinander durch. Wer guckt, Beat sagt, let's go. Und Beat sagt jetzt alle einmal nacheinander durch. Sobald einer drauf gelandet ist, kann der nächste vorkommen. So, da ist der Wurf und drauf gelandet, wunderbar. Let's go, weiter geht's. Sehr nice, weiter geht's, der nächste. Sehr gut, das hat auch geklappt. Beat sagt, die nächsten auch jetzt mal alle hinterher. Komm, ja, ihr könnt schon vorkommen. Beat sagt, ihr könnt schon vorkommen. Oh, der war, oh, der war auch tief geworfen. Jones, leider bist du raus. Tut mir leid. Beat sagt, der Rest jetzt noch einmal, die letzten beiden nochmal. Zeigt mal eure Künste. Sehr geil. Okay, perfekt. Das war ja jetzt schon sehr, sehr einfach tatsächlich. Wundervoll. Okay, liebe Freunde, es geht wieder weiter. Ich gebe euch wieder allen eine Enderperle. So, Beats sagt, Abwurf ist hier diese orangene Schalkerbox. Ihr stellt euch jetzt gleich nacheinander hier rauf, habt wieder einen Wurf und müsst dort drauf landen. Ich hab's mal ausprobiert und hab's direkt geschafft. Guter Wurf. Beats sagt wieder, genau, außen einreihen. Beats sagt, die nächste, der nächste, wie auch immer, alle nacheinander jetzt durch. Sobald der andere geworfen hat, also Beats sagt, sobald der eine geworfen hat und drauf gelandet ist oder halt nicht, darf der nächste sofort weitermachen. Der sieht auch gut aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier die Pros. Oh, der war zu flach. Jamie, leider zu flach. Okay, weiter geht's trotzdem. Sehr nice. Und der letzte im Bunde, Jamie, tut mir leid, du bist aber raus. Auch geschafft, sehr gut. Es ist wieder eine Person rausgeflogen, also es werden wirklich immer mehr, immer weniger. Jetzt haben wir 5 Leute. Wir müssen aber eine gerade Zahl haben, damit es jetzt so richtig Spaß macht. Und jetzt machen wir mal was Fieses. Folgendermaßen. Beats sagt, ich gehe gleich in den Game Mode 0 und dann müsst ihr mich einmal schlagen oder einmal hitten mit der Hand. Beats sagt, die letzte Person, die mich hittet oder die Person, die es halt nicht geschafft hat, mich zu hitten, die ist raus. Beats sagt, let's go. So, jetzt machen wir Folgendes. Ja, ist jetzt unfair, aber ich stelle mich hier drauf und Beats sagt, let's go. Die Person, die mich als letztes hittet, ist raus. Okay. Ja. Okay. Ja. Einmal hitten. Der Rest, wer mich schon gehittet hat, der geht weg, ne? Das ist ja klar. Okay, alle haben mich gehittet, außer Sklave TV. Tut mir leid. Aber du bist raus. Du warst die letzte Person. So, okay. Jetzt haben wir ja 4 Personen. Jetzt sind wir eine gerade Anzahl. Ich weiß, es war fies. Aber es muss manchmal auch fies sein, Leute. Ihr seid jetzt die Creme de la Creme. Ihr habt es geschafft. Wir machen was Verrücktes, okay. Wir machen echt was Verrücktes. Beats sagt, ihr bleibt da jetzt erstmal stehen und ich bereite hier ein bisschen was vor. Die Gruppe steht noch da hinten. Ich habe jetzt hier was vorbereitet. Und zwar haben wir 4 Kisten in 4 verschiedenen Farben. In jeder Kiste befindet sich ein Equipment. Gelb kämpft gegen Grün und Rot kämpft gegen Blau. Das Equipment ist aber tatsächlich komplett verschieden. Ihr wisst nicht, was in welcher Kiste drin ist. Ihr wisst nur, wer gegen wen kämpft. Beats sagt, gleich, wenn es ein Kommando gibt, lauft ihr dorthin und sucht euch eine Kiste aus. Derjenige, der zuerst, also ihr, Beats sagt aber auch, ihr dürft die Kiste noch nicht öffnen. Beats sagt, ihr stellt euch nur auf die Kiste drauf erstmal. Ihr dürft die Kiste noch nicht öffnen. Wer die Kiste öffnet, ist sofort raus. Beats sagt, ihr stellt euch gleich jeder auf eine Kiste. Und diese Kiste gehört dann euch. Beats sagt, let's go, lauft auf eine Kiste zu. Beats sagt, öffnen verboten, sonst disqualifiziert. So, okay, verguckt, rennt Richtung, ah, okay. Hat relativ gut geklappt, die Konstellation. Jeder hat sich irgendwie seine Kiste ausgewählt. Beats sagt, Z-Lax, bitte einmal deine Kiste öffnen und dein Equipment rausnehmen. Also, du kannst es deinem Gegner schon zeigen, du kannst aber auch, ja, noch nicht zeigen, was du hast. Das ist dir überlassen. Lass es erstmal in der Hand. Wir sagen mal noch nicht, was drin ist. So, Mr. Blux, du darfst deine Kiste auch öffnen und dein Equipment rausnehmen. Beat sagt, let's go. Genau, Blau kämpft gegen Rot. Also, du kämpfst quasi gegen den Z-Lax. Okay. Ich bin mega gespannt. Also, beide haben noch nicht gezeigt, was quasi die Ausrüstung ist. Jeder weiß oder keiner weiß, was überhaupt gleich noch passiert. So, ihr guckt erstmal noch nicht in die Kisten. Sonst, wie gesagt, ist qualifiziert. Also, Beats sagt, nicht in die Kiste schauen. Erstmal schaut ihr den beiden hier beim Kämpfen zu. Beats sagt, kämpft gegeneinander und ja, zeigt uns, wer
der Sieger ist. Mr. Blux hat eine komplette Rüstung, aber nur eine Holzschaufel. Z-Lux hat nur eine Hose, dafür aber ein Schwert. So, jetzt ist es... Ich bin mega gespannt. Okay, Z-Lux hat gewonnen. Wie viele Herzen hast du noch? War es wenigstens knapp? 8,5. Okay, ja gut, dann war natürlich... Dann war natürlich die Holzschaufel schon fies. Aber das war halt das Glücksspiel, was hier mit dazu kommt. Mr. Blux, leider keine Chance gehabt. Beat sagt, Yell.de, du darfst auch einmal die Kiste öffnen und dein Equipment rausnehmen. Das sieht folgendermaßen aus. Muss ich sagen, ist echt nicht schlecht. Und Beat sagt, verguckt, du darfst jetzt auch dein Equipment rausnehmen. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Also, ich bin mega, mega gespannt. Beat sagt, kämpft, möge der Bessere gewinnen. Oh, da wurde die Rüstung schnell angezogen, aber halt nur eine Steinspitzhacke. Steinspitzhacke kämpft gegen Diaschwert ohne Rüstung. Und, ohne Rüstung wurde gewonnen. Krass, crazy. Jetzt ist natürlich der Vorteil, dass man, ja, oder dass du jetzt eine Rüstung und ein gutes Schwert hast. Natürlich war es teilweise unfair, je nachdem, was man bekommen hat und was man nicht bekommen hat, aber... So ist halt leider das Game. Wir haben aber jetzt ein Final Battle. Und zwar kämpft Z-Lux mit dieser Rüstung und zeig mal deine beste Waffe. Und diesem Schwert gegen Verguckt mit dieser Rüstung und diesem Schwert. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich fülle alle Kisten hier nochmal mit ein paar kleinen Gadgets auf. So, ihr seht zum Beispiel, Kiste Nummer 1 bekommt das. Kiste Nummer 2 bekommt Folgendes. Kiste Nummer 3 bekommt ebenfalls eine schöne Sache. Und Kiste Nummer 4 auch. So, jetzt stehen die beiden Finalisten hier in der Mitte und müssen gleich gegeneinander kämpfen. Jetzt bleibt ihnen oder haben sie folgende Möglichkeit. Entweder sie hauen sofort auf sich drauf oder sie laufen nach außen und holen sich eine Sache, die im Kampf nochmal eventuell einen kleinen Vorteil oder Nachteil für den einen oder anderen dann haben könnte. Da bin ich schon gespannt. Jetzt haben wir es so ein bisschen eingekreist und eingekesselt. Beats fragt, seid ihr bereit für das Finale? Dann legen wir los. Okay, Beats sagt, stellt euch Rücken an Rücken. Beats sagt, der Kampf beginnt in 3, 2, 1. Let's go! Okay, jetzt wird geschlagen, aber irgendwie ja, doch ein bisschen rausgegangen. So, jetzt wurden sich ein paar Gadgets geholt. Oh, verguckt hat aber das eine Gadget liegen lassen. So, jetzt wurde hier auch ein bisschen was geworfen. Jetzt sind ein paar... Sachen schon. Oh, mitten im Kampf nochmal. Aber Z-Lux wurde erschlagen. Das ging relativ schnell. Das Dia-Schwert war natürlich schon sehr, sehr, sehr OP am Ende des Tages, ne? Geschert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst das Nitro Classic. Daumen nach oben, falls ihr mehr wollt. Schaut auf dem Discord vorbei, falls ihr mehr wollt. Und falls ihr beim nächsten Mal mit dabei sein wollt.